Ja, hallo zusammen. Könnt ihr mich hören? Also beim letzten Mal mit meinem alten Handy, mit meinem alten Smartphone hat es Probleme gegeben mit dem Ton. Ich glaube, ich kann das gar nicht mehr nehmen, wenn ich unterwegs bin. Leider, leider. Ja, scheint wohl, die Tonqualität scheint wohl besser zu sein. Sorry, beim letzten Mal hat es echt auf der Tonspur Probleme gegeben mit dem Laufen durch die Stadt. Hi, grüß dich, Grüße zurück alle. Ja, also, alle zusammen, wie verbessere ich mein Leben? Ich habe da mal nachgeschaut und mal heute in meinem Blog so eine kleine Liste gemacht an Verbesserungsvorschlägen. Jedenfalls viele Grüße nach Hessen hier. Heute hier schneit es auch in New York etwas, aber nicht so arg viel. Das wird schon wieder alles wegtauen. Wie verbessere ich mein Leben? Da habe ich mir jetzt mal ein paar Gedanken zu gemacht, viel gelesen. Oder wie packst du halt das Jahr 2018 besser an? Wo hast du Verbesserungsbedarf und wo lohnt es sich mal nachzuschauen? Also einmal ein großer Punkt, abgesehen von den Finanzen kann ich immer nur sagen, hi Daniel, abgesehen von den Finanzen kann ich nur sagen, versucht 50% zu sparen. Ich kenne Leute, die machen das. Ich habe Leute kennengelernt. Wenn ich in Deutschland bin, mache ich also Lasertreffen oder Leute schreiben mir, wer 50% spart, der lebt irgendwie lockerer, die sind entspannter und wer halt eine hohe Sparquote hat, ist nicht so gestresst mit diesem ganzen Konsum, mit dem ganzen Plunder zu Hause. Das ist mir aufgefallen, Leute mit hohen Sparquoten leben lockerer. Aber jetzt mal abgesehen, Grüße Chris nach Teneriffa. Abgesehen von den Finanzen, jetzt sind halt noch ein paar andere Sachen, die oft schief laufen. Wir haben eine schon, muss man sagen, ein starkes Übergewicht in der 40% Sparquote, super, in der Bevölkerung. Wir haben Leute, die sitzen halt zu viel. Das liegt an den Jobs, die sehr viel von uns abverlangen. Es liegt auch, das heißt, man sitzt über 8 Stunden normalerweise im Büro. Bürotätigkeit ist was ganz Normales. Das war früher nicht so. Früher gab es mehr Handwerk, mehr Berufe, die Muskelkraft gebraucht haben. Heute sind es halt überwiegend Bürotätigkeiten. Das heißt, die Sitzerei ist wirklich Gift. Man muss schauen, dass man sich bewegt, joggen gehen. Da muss ich auch selbst an mir arbeiten, muss ich sagen. Ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio. Ich mache aber nicht genug. Ich muss noch mehr joggen, mich noch mehr anstrengen. Man muss kämpfen wie eine Bestie. Man muss versuchen zu werden wie Arnold Schwarzenegger oder Bruce Lee. Ihr wisst ja, was ich meine. Man muss halt versuchen, sich da zu bessern, Muskelaufbau machen, ein bisschen Cardio, ein bisschen rumrennen. Das kann Rad sein, Wandern, was auch immer, ihr wisst ja. Zu Fuß unterwegs sein. Manche spielen gern Fußball, andere gehen gern rudern, was auch immer. Dann bei der Ernährung halt mehr Obst und Gemüse und Früchte und viel Gewürze. Hier habe ich mal einiges gekauft an Gewürzen. Das ist gar nicht so teuer. Man kann hier so große Packungen kaufen. Turmeric, Gelbwurzel ist sehr gesund und Paprika, ungarisches Paprikapulver. Ich habe viel mehr in meinem Gewürzschrank. Ich werde viel mehr Gewürze einsetzen. Es ist bekannt, dass einige Gewürze, ich glaube, diese ungarische Paprika reduziert, sage ich mal, Entzündungen. Wirkt entzündungshemmend. Gewürze an für sich, auch richtig scharfe Sachen, sind hilfreich fürs Wohlbefinden. Dann Flossen ist wichtig. Zähne putzen. Ich kaufe die Dinge, die sind relativ teuer. Oral-B von Gillette sind die gehören zum Gillette-Imperium, zu Procter & Gamble. Sehr teuer, aber ich glaube, Flossen ist gut. Da gibt es auch so diese Art Schnüre. Und dann Sonnenschutz ist total wichtig. Da habe ich früher nicht immer so drauf geachtet, aber Sonnenschutz ist extrem wichtig. Nicht so in die hohe UV-Bestrahlung zu lange hineingehen, Sonnenbrand vermeiden. Und was Warren Buffett sagt, halt viel lesen. Und Charlie Munger und Bill Gates, die lesen jeden Tag unendlich viel. Und ich versuche auch noch mehr zu lesen im Internet oder Zeitungen. Hier Zeitungen. Habe ich überall einiges rumliegen. Und schaut mal hier meine Handschuhe. Sind die nicht kultig? Hä? Genau. Also viel Gewürze. Ich habe noch viel mehr. Das
ganzer Gewürzschrank voll. Aber das so mal als Tipp fürs neue Jahr, abgesehen von den Finanzen, dass man schaut, dass man nicht so viel Drama hat im Leben, Streit vermeidet, versucht Lösungen zu suchen und Streithähne vielleicht meidet oder Leute, die nur rumbrüllen und so immer. Versuchen, cool zu bleiben, viel in die Natur zu gehen, lange Spaziergänge machen, in den Wald gehen, wandern oder mit dem Rad in den Wald oder in den Park. Natur hilft sehr viel, Sport machen, das entspannt und den Zucker vermeiden. Ich habe viele Zuckerdinger überall. Ich benutze Zucker gar nicht mehr, ist eigentlich ziemlich überflüssig. Hier Bonbon, das schmeiße ich besser weg. Also Zucker. Oder verschenke, das will im Grunde gar niemand mehr. Aber Zucker ist nicht gut. Ich glaube, nicht so arg gut. Lieber was Süßes essen als Frucht. Eine exotische Frucht oder Orangen oder Mandarinen. Ein Apfel, Birne, Weintrauben sind doch auch süß. Geht alles. Man muss nicht immer den Zucker beim Zucker übertreiben. Wir haben ein Problem in der heutigen Zeit. Wir haben Übergewicht. Und Diabetes und Herzkrankheiten und so, das liegt eigentlich an der, dass die Leute sich nicht genug bewegen und ungesund ernähren. Genau, Versicherungen hast du gesagt, gekündigt. Welche Versicherungen hast du gekündigt? Hier hat sich einer gemeldet gerade in den Kommentaren, der hat gesagt, oh, er hat seine Versicherung aussortiert. Das kann Sinn machen. Ich glaube, was viele Leute hier sagen, da muss ich euch recht geben, Haftpflicht kann man haben, soll man haben, ist sinnvoll. Beim Rest bin ich ehrlich gesagt skeptisch. Man muss immer schauen, was kostet mich das, wie groß ist das Risiko. Natürlich macht es Sinn, eine Berufsunfähigkeit zu haben, aber wenn man sich die Kosten anschaut und das Risiko, das eben nicht bezahlt wird, ich bin kein Fan von Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber ich würde sagen, natürlich braucht jeder eine Krankenversicherung. Die sollte jeder haben. Eine Krankenversicherung ist ja in Pflicht in Deutschland, in den USA nicht, aber Pflicht in Deutschland und eine Haftpflichtversicherung, eine Privathaftpflicht. Das ist eine super Basis. Wer das hat, ist schon mal gut aufgehoben. Ich habe keine andere Versicherung. Ich habe nur eine Krankenversicherung. Haftpflicht überlege ich mir, ob ich das mache. Ja, man kann vielleicht auch über Berufsverbände, über Gewerkschaften kann man sich noch absichern. Die haben ja oft, bieten die auch einen Rechtsschutz mit an. Das ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn man irgendwie in einem Beruf ist. Dass man vielleicht noch auch eine Gewerkschaft unterstützt, ist ja nicht schlecht, nicht verkehrt. Arbeitnehmerrechte, warum nicht? Da hat man dann noch eine gewisse Abdeckung getan, einen Link aus der Schweiz, 50% auf einen Schlag. Die Leute waren geschockt. Ich meine, das ist ein Haufen Geld und was da reingebuttert wird. Und dann kommt noch hinzu, dass manche Fälle halt abgelehnt werden. Du hast viele Streitfälle und so. Wann bist du berufsunfähig? Das ist halt oft umstritten, hast du alle Angaben richtig gemacht beim Antrag. Die Versicherungen versuchen natürlich auch nur zu zahlen, wenn sie zahlen müssen. Es ist nicht die Kirche, die dann da ist, um dir zu helfen. Es ist kein sozialer Verein. Man muss sehen, das ist ein Konzern, eine Versicherung, die natürlich versucht, das Beste für sich herauszuholen. Das ist die Gewinnmaximierung. Und ich denke mal, Versicherungen sind fair, aber sie suchen auch Wege, sich zu drücken. Okay, das Tolle ist ja an Vanguard, das ist eine Fondsgesellschaft aus den USA, die wird im Grunde besitzt, dass Vanguard extrem niedrige Fonds geht, um ETFs. Und das ist eine extrem faire Sache. Wenn du einen Konzern hast wie die Allianz, die hat immer einen eingebauten Interessenkonflikt. Einmal die Kundenzufriedenheit. Und andererseits die Gewinnmaximierung. Und das ist ein Konflikt. Ich meine, wie willst du den Konflikt lösen? Okay, ja. Das war ein Fan von Vanguard. Das sind kundenorientiert, extrem kundenorientiert. Die haben extrem niedrige, du schreibst das TER, Gebührenstrukturen, kriegst da ETFs für 0,0 Euro, 10.000 Euro Investment. Viele Leute haben halt noch Fonds. Aktive Fonds können gut sein, aber laufen den Indexen hinterher und schneiden sehr viel schlechter ab. Da kannst du dir im Grunde die 1-2% die kannst du nicht allgemeinern. Das gilt für die meisten aktiven Fonds, sind ihr Geld nicht wert. Sie schaffen es nicht, den Index zu schlagen. Deswegen ist ein extrem kostengünstiger ETF
meistens besser als ein aktiv gemanagter Fonds. Aber die Leute haben noch viele, viele aktiv gemanagte Fonds. Und da muss man mal schauen, was die überhaupt bringen, unterm Strich im Gegensatz zum Index. Okay, gut. Aber ich würde jetzt nicht alle aktiven Investmentfonds verteufeln. Kann man nicht sagen. Es gibt, wie gesagt, gute und manche sind ihr Geld wert, aber die meisten eben nicht. Ja, habt ihr denn noch Fragen? Jetzt sind 34 Leute online. Vielleicht gibt es da noch Fragen. Ich weiß auch nicht alles. Und beim Aktienmarkt, die Aktie, die Deutschen sind risikoscheu, sie meiden die Aktie. Was hältst du von Adidas? Adidas habe ich in meinem Depot schon lange. Ich bin total beeinflusst durch meinen Privatbesitz. Sport, Fitness-Trend ist ein großer Trend. Die haben aber jetzt auch alle ein paar Probleme. Wenn du dir mal anschaust, Nike und Under Armour und Puma und so, das Problem ist der 3D-Druck. Du kannst billiger Schuhe herstellen. Da gibt es bestimmt ein paar clevere, die machen das dann im Geschäft, die machen da ein riesen Geschäft raus. Können die unterbieten, können die Schuhe noch passgenauer machen, individueller. Ich denke, in Zukunft wird es digital vermessen, dein Fuß, und in einem Geschäft wird der Schuh dann produziert viel billiger und schneller. Oder du bestellst das online. Irgendwie kann man das vielleicht mit einer App ausmessen, deinen Fuß. Also da gibt es bestimmt auch einen Kostendruck und Billiganbieter, die machen den Großen das Leben schwer. Aber insgesamt, ich bin sportbegeistert. Ich mag Adidas, ich mag Nike. Auch vielleicht Under Armour kann man sich mal anschauen, die sind total abgestürzt. Aber ich weiß nicht alles, ich mache Fehler, ich möchte jetzt hier keine Empfehlungen für einzelne Aktien aussprechen. Das müsst ihr schon selbst entscheiden. Okay. Ja. Dann haben die. Ja, genau. Wirst du deine Aktien vererben oder spenden, wenn es soweit ist? Ich behalte ja meine Aktien, verkaufe die nicht. Ich mache extremes Buy and Hold. Bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wenn es nicht anders geht. Aber ich behalte sie und mache mir jetzt dazu jetzt keine großen Gedanken. Ich nutze zum Großteil meine Dividenden, aber nicht alle. Also ich habe drei Depots. Von meinem Hauptdepot nutze ich die Dividenden, die gehen bei mir ins Girokonto sozusagen. Die benutze ich dann für meinen Lebensstandard, der nicht sonderlich groß ist. Ich lebe auf kleiner Fläche, aber die Dividenden gebe ich aus. Die nutze ich für meinen Alltag, um Lebensmittel zu kaufen, um Nebenkosten zu zahlen und so weiter. Bei den anderen zwei Depots wird alles reinvestiert. Ich denke mal, ich werde es dann irgendwann mal was stiften oder vererben, vielleicht für einen guten Zweck, aber da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken groß dazu gemacht. Es wäre aber bestimmt sinnvoll, dazu sich Gedanken zu machen. Ja, am besten ist es einfach langfristig in Aktien zu sparen, weil die bringen 10% der S&P 500. Grüße zum Starnberger See, zum teuren, super teuren Standort, glaube ich. Steinhof steht bei 40 Cent oder 48 Cent, sagst du. Ja, das ist die Möbelkette. Böse abgestürzt. Da gab es ja Bilanzbetrugsvorwürfe, Manipulationsvorwürfe. Der Vorstand ist zurückgetreten. Die Aktie ist auch eine mörderische Branche. Ich meine, IKEA hat auch Probleme, hohe Margen zu verdienen. Das ist ein Abholmarkt. Die Leute wollen ja kaum noch was ausgeben für Möbel. Da gibt es in Asien Konkurrenz. Das Holz wird billig eingeschlagen, irgendwo in Russland, zum Teil auch illegal in Asien. Und die Leute, die können halt durch den Preisvergleich, ist hohe Transparenz durchs Internet. Du kannst ja den günstigsten Anbieter raussuchen. Und IKEA hat immer die Preise gedrückt. Steinhof ist eine brutale Branche, die Möbel, Abholmärkte, Discounter. Da kostet ja ein Schrank kostet nur noch 40 Euro oder was, oder ein Tisch. Also extrem günstig und die Leute machen halt billiges, wollen billiges, lieber billiges Material, anstatt teuer zu zahlen. Geht ja kaum noch jemand zum Schreiner. Das hat die Preise nach unten gedrückt. Hallo Sebastian. Wie ich das Aktienjahr 2018 sehe, das ist schwer, ich weiß es nicht. Weil man das nie genau sagen kann. Ein Jahr vorausschauen. Im Schnitt hat der S&P 500 10% zugelegt seit 100 Jahren. Wenn man das zurückrechnet, du ziehst ab 3%, Inflation hast du real 7%. Der Dow Jones 30 hat ähnlich viel zugelegt seit 116 Jahren, seitdem er gegründet worden ist. Rund 10%, nominal 7%, real. Der DAX war ein bisschen schwächer,
Aber wir haben die letzten Jahre super abgeschnitten. Wir hatten eine Mega-Hosse, einen Mega-Bullenmarkt. Das kann sein, dass die nächsten 10 Jahre etwas schwächer werden als die bisherigen nominal 10%. Es kann schon weniger werden, aber es ist trotzdem besser als Sparbuch. Auf Sicht von 10 Jahren schätze ich mal, ist besser als Festgeld, ist besser als Bausparen. Die Börse langfristig macht mehr Rendite wie die meisten anderen Anlagen. Die Börse ist ein super Werkzeugkasten für deine Altersvorsorge. Canadian National Railway, sagt dir das was? Ja, die Eisenbahnen sind ja wieder sehr beliebt geworden, seitdem Warren Buffett investiert hat in BSNNF, diese große Eisenbahngesellschaft, eine der größten in der Welt. Der hat es übernommen für zig, zig Milliarden vor einigen Jahren und keiner hatte über Eisenbahnen groß gesprochen, aber Warren Buffett hat das wieder in das Visier gebracht, ins Blickfeld der Anleger. Und seitdem sind auch die sehr gut gelaufen. Das liegt daran, wenn in der hohen Ölphase, wenn die Ölpreise teuer sind, ist der LKW-Transport teuer. Du kannst mit der Eisenbahn Waren, Güter, Industriegüter, Autos, Kohle, Sand, Kies, Zement, schwere Bauteile viel besser befördern, viel günstiger, viel bequemer, normalerweise auch viel sicherer. Pro Kilometer gibt es viel weniger Unfälle. Die Eisenbahn hat also Vorteile. Die sind ja oft angebunden direkt an die Häfen. Da wird auch Öl und Gas verschickt aus dem Hafen raus. Zum Beispiel in Texas gibt es Häfen. Da wird es dann in das komplett nach Nordamerika und Südamerika verfrachtet. Das sind Eisenbahnen, die haben 80 Anhänger sozusagen oder noch mehr wie deine Märklinbahn. Das kannst du dir kaum vorstellen. Also die Eisenbahn hat viele Vorzüge. Der Warren Buffett hat das erkannt. Man kann da optimieren, man kann das verbessern, die Sicherheit, man kann verbessern den Einsatz der Eisenbahn und da hat er dran gearbeitet, Kosten kürzen. Da hat viel, viel investiert in die Sicherheit der Warren Buffett und den Ausbau, die Infrastruktur der Gleisanlagen. Und wenn du das gemacht hast, dann läuft es halt viel besser. Wenn du mit Software kannst du die Abstände der Lokomotiven besser optimieren und so weiter. Also da verdient er gutes Geld, man muss aber auch viel investieren. Es ist teuer in Infrastruktur. Diese Canadian-Anbieter haben das Problem, dass du hohe Höhenunterschiede hast. Täler, Berge, Mountains, du hast enorme Höhen. Die gehen da durch Täler und also das ist der Wahnsinn. Das kostet viel Geld. Und das aufrechtzuerhalten, die Brücken und das Gleisbett und so. Aber man kann auch optimieren, da ist lange Zeit wenig Kosten auf der Kostenseite getan worden. Da kamen dann Investoren wie der Bill Ackman, haben im Eisenbereich richtig Geld abkassiert über Kostenmaßnahmen. Ja, der Bill Gates ist da investiert in die Canadian Railway. Das kann sein, das weiß ich jetzt gar nicht. Nicht nur der Bill Gates macht auch gerne, ist auch relativ umweltschonend, so eine Eisenbahn, weil man es halt sparsam befördern kann. Microsoft, ja, Microsoft habe ich noch. Microsoft ist in meinem Depot einer der größten Konzerne der Welt, na, gemessen an der Börsenkapitalisierung, Marktkapitalisierung, gehört zu den größten Konzernen der Welt. Okay, meine Meinung zur Lufthansa hat ein Monopol gebaut, die Aktie ist super gelaufen. Ich glaube, die ist von 6 Dollar oder Euro, nee, 6 Euro gelaufen auf fast 20 oder so. Die ist nach oben geschossen. Das liegt daran, dass Air Berlin weg ist und die haben einen Konkurrenten nach dem anderen übernommen, haben gespart und die Preise erhöht. Grüße nach Worms, Robert, meine alte Heimat. Also, die haben die Preise erhöht bei der Lufthansa, die Konkurrenz Air Berlin ist kaputt, die anderen Billiganbieter haben zu kämpfen, die Ryanair hat zu kämpfen. Von 9 auf 30 Euro ist sie geschossen. Danke für die Korrektur, Tom. Die Lufthansa eine Riesen-Performance gemacht. Hallo Tim. Ja, genau, ich habe Kunden, ich schreibe für verschiedene Medien, die wollen als mit Investoren sprechen, mit bekannten Fondsmanagern, mit Unternehmenslenkern, da kriege ich als mal Gespräche
Und dann besuche ich die oder mache das manchmal auch telefonisch und dann verlinke ich das. Ich habe schon etliche gesprochen, auch so Bekannte wie den Charlie Munger. Oh, und das ist also wirklich super, da lernt man immer dazu. Das ist inspirierend, auch viele Value-Investoren. Da kann ich immer was lernen. Okay, Microsoft, das Cloud-Programm, Abo-Modell, Umsatz und Gewinn gesichert, genau. Microsoft ist früh ins Cloud eingestiegen, aggressiv. Das macht auch die IBM, das macht auch Amazon. Und die, das ist eine Goldgrube, die Cloud. Das ist im Grunde so eine Datenwolke, da kann jeder drauf zugreifen. Firmen machen das, auch im Grunde Privatnutzer. Und da wird immer mehr Datenspeicherraum gebraucht, der wird dann angeboten. Und Firmen brauchen das und da wird so viel verdient, das ist der Wahnsinn. Du hast heute nicht mehr die Großrechner im Keller in deinem Büro mit Lüftungsanlagen und so. Heute nimmst du die Cloud, um dein SAP zu betreiben, um deine Daten zu sichern und zu verwalten und zu analysieren. Big Data ist heute in der Cloud. Und deswegen wird da viel Geld verdient. Die Lufthansa verwaltet das bestimmt auch zum Teil in der Cloud, ihre Datenberge. Und dann mit der künstlichen Intelligenz kannst du das alles auswerten und kannst zu Kundenverhalten analysieren und vorhersagen. Dann weißt du, was die Kundentrends sind, wenn du dir das genau anschaust. Selbst siehst du die Berkshire-Aktie im Moment teuer oder günstig bewertet? Ich glaube, die wird bewertet, wenn da mal jemand schnell nachschauen kann mit dem 1,45-fachen Buchwert, aber das Buchwert ist konservativ. Ich glaube, der Warren Buffett schreibt die Anschaffungskosten nicht rauf, wenn der einen Familienbetrieb übernimmt und den dann zu 100% in den Büchern hat. Zum Beispiel irgendeine Versicherung, die er gekauft hat in den 60er Jahren. Dann steht hier noch zu den Anschaffungskosten drin, zum Beispiel die Geico. Also, ich glaube, dass der Bilanzwert, das Eigenkapital, was in der Bilanz steht, ist sehr, sehr konservativ bei Berkshire Hathaway. Ich denke, das ist noch ein günstig bewertet, aber ich bin befangen und weiß auch nicht alles. Ich bin Berkshire-Aktionär. Insofern, aber so ein Aktiensparprogramm auf Berkshire, ja, ist bestimmt nicht verkehrt, aber es gibt Risiken und immer ans Streuen denken, aber ich bin ein großer Buffett-Fan. Okay, den Block. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe die Apple unterschätzt. Oh, AbbVie. Oh, da bin ich jetzt. Da habe ich mich auch schon mal eingelesen. Da bin ich jetzt ein Pharmakonzern. Da bin ich jetzt nicht auf dem Laufenden. Da müsste ich mich nochmal einlesen. Ich kann auch nicht alles aus dem Stegreif hier beurteilen. Da müsste ich mal online gehen, mir das nochmal anschauen. Aber da habe ich mich auch schon eingelesen. Aber da ist mein Erinnerungsvermögen auch nicht so groß. Da fehlt mir wahrscheinlich ein bisschen was vom IQ. Speicherkapazität, ich müsste auf meine Cloud zugreifen. Okay. Ja, das ist keine Banane. Ach so, die, ja, das Bild, ja. Ja. Da habe ich auch ein bisschen übertrieben, zu viel Plunder gekauft. Hätte ich besser auf meine Sparquote aufgepasst. Kunst. Ja, das ist so eine Schwäche von mir, aber jeder hat irgendwo ein Hobby. Und es ist auch in Ordnung, wenn jemand spart und sich anstrengt. Kannst du auch ein Hobby haben, so ein paar Kunstsachen. Ja, das Bild kannst du haben, aber das musst du bezahlen. Ja, okay. Das habe ich direkt vom Künstler gekauft online. Da gibt es einen, der ist bekannt, ist so ein Franzose, habe ich mal eine Dokumentation gesehen. Ich glaube, das ist ein Franzose, der heißt Mr. Brainwash. Da habe ich das Bild her von dem direkt online gekauft und das andere hier auch. Aber da war ein Gutteil, war als Spende. Das heißt, der Kaufpreis hat der Künstler dann zum Großteil gespendet für einen wohltätigen Zweck. Und da habe ich gesagt, okay, kaufst du das noch? Aber zu viel Kunst ist auch, ich habe schon zu viel. Ich muss langsam machen und brauche den ganzen Plunder eigentlich auch gar nicht. Da kann man auch genug Geld ausgeben. Toller Schwarz-Weiß-Stil. Okay, ja, kann man auch alles in Schwarz machen. Aber der Fernseher ist nicht angeschlossen. Das ist alles kleine Wohnfläche. IKEA-Teppichböden und gebrauchte Möbelstücke gekauft. Im Haus von Nachbarn.
So habe ich es immer gehandhabt, in WGs gewohnt. Und seitdem ich frei bin, okay, kaufe ich mal das ein oder andere Stück auch gebraucht oder auch mal neu. Es gab hier so eine Wohnung, das war so eine Art Musterwohnung im Haus. Und dann hat der Hausmeister mich gefragt, ob ich was will, weil der weiß, ich bin so sparsam. Und dann hat er gesagt, hey Tim, der hat mir eine Textmessage geschickt. Hat er gesagt, du, wir haben hier eine Musterwohnung, die wird aufgelöst. Magst du ein paar Möbelstücke haben? Die will keiner, die Leute wollen alles neu haben. Und da habe ich dann zugeschlagen, habe gesagt, okay, kannst du mir alles in mein Apartment stellen? Ich gebe dir ein Trinkgeld, ich gebe dir ein bisschen was, wenn ich war unterwegs im Urlaub. Und da hat er mir hier alles reingelegt: Teppichböden, Couch, Sessel, unglaublich. Küchenutensilien, die noch aus der Musterwohnung waren. Und dann habe ich dem Hausmeister ein kleines Trinkgeld gegeben, dann war der auch zufrieden und hat sich da nicht rumärgern müssen, weil haben sie den Auftrag gegeben: hey, räum die Musterwohnung aus, wir haben einen Mieter gefunden oder einen Käufer. Und dann hat er mich gefragt, habe ich gesagt, ich nehme alles, was noch drin ist. Und dann habe ich tolle Sushi-Messer jetzt aus der Musterwohnung, Möbelstücke, Teppiche, unglaublich. Leute schmeißen alles weg, kein Mensch hat Interesse. Ein alter Fernseher, der war aus der Musterwohnung, den wollte ich jetzt übrigens verkaufen. Im Haus hat sich kein Schwein gemeldet. Ja, H&M brutal eingebrochen. Schönen Abend. Ja, hier haben wir es jetzt 15 Uhr. H&M, ja, die Modesache ist schwierig. Modetrends, vieles schwankt an der Börse. Kann alles wieder zurückkommen. Ich weiß es nicht. Die Gap ist ja auch mal stark eingebrochen. Modeaktien sind sehr, sehr anfällig für Trendumschwünge. Sehr volatil. H&M hat ganz schön zu kämpfen, obwohl es ein solider Familienkonzern ist. Leider aus Schweden. Eigentlich waren die auch eine Discount-Strategie. Wenn du reingehst, kriegst du eine Jeans für 20, 30 Euro. Zumindest hier in New York und sind viele junge Leute drin. Aber verdienen auch nicht mehr so viel. Da gibt es viel Konkurrenz. Zara, Discounter, online. Online macht den ganz schön zu schaffen, die ganzen Online-Dinger. Da ist nackter Überlebenskampf in der Modebranche. Und nicht so einfach. Und Aktiensplits. Wann machen Unternehmen wie Google Aktiensplits? Ja, Google hat schon mal einen Aktiensplit gemacht. Da haben das, glaube ich, 1:1 getauscht. Und es kann sein, dass der jetzt bald kommt. Du hast eine gute Spürnase dafür, also gute Vermutung. Kann ich mir gut vorstellen, dass Alphabet das jetzt macht. Bei 1.100 Dollar sind die irgendwo. Wenn sie wollen, machen sie das. Genau, so war die Antwort richtig. Warren Buffett, die Originalaktie, macht da keinen Split. Die stehen bei 300.000 Dollar. Die waren mal bei 20 Dollar, wie er angefangen hat in den 50er, 60er Jahren. Die Berkshire Originalaktie, heute 300.000 Dollar. Noch nie gesplittet, genau. Ist ein Riesenrun, die Aktie, 20% im Schnitt zugelegt. Seit den 60er Jahren, seit 52, 53 Jahren zugelegt um 20%. Was sagst du zu Kodak und der Kryptowährung? Ja, da gibt es immer so verrückte Sachen. Wenn eine Firma sagt, wir nehmen Kryptowährungen an, dann ist die Firma, der Aktienkurs nach oben geschossen. Sinnlos eigentlich. Ist einfach so ein Modetrend. Die Kryptowährungen, diese Bitcoins und so, diese digitalen Währungen werden das Bezahlverhalten oder die Technik bestimmt verändern, wie wir heute mit Währungen umgehen. Aber ob Bitcoin den Wert wirklich behalten wird, weiß ich nicht. Die brechen ja gerade wieder ein. Also, da Krypto investiere ich nicht. Ja, genau, die haben dann die Aktie Kodak verkauft. Manche machen dann so Mitteilungen, wir nehmen jetzt Kryptowährungen an. Und dann bricht das ein Jahr später total ein oder schon Wochen später und die Manager verkaufen. Klar, sowas gibt's. Ja, gut, also, wie gesagt, viel lesen kann ich euch empfehlen. Auf die Gesundheit achten, auf Sport achten. Ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, muss mich ein bisschen quälen. Von der Couch weg, vom Sessel weg. Sonst ist das nicht gut. Fürs Herz und für die Muskulatur immer was tun. Vielleicht mal. Leider ist etwas kalt heute und verschneit. Hier, schaut euch das mal an. Hier werden immer mehr Hochhäuser gebaut. Da steht schon wieder eins.
Geely und BYD. Ja, Geely und BYD sind zwei chinesische Konzerne. China ist eine riesen Wirtschaftsmacht geworden. Die haben den größten Automobilmarkt der Welt. Die haben schon USA überholt. Und Geely macht viel im elektrischen Fahrzeugbereich. Die wollen sogar so kleine Art Autos bauen, die fliegen können, so Art Drohnen. Da arbeitet Geely dran, sehr intelligenter Geschäftsmann, der sich auch in den USA investiert. Und BYD, da ist der Warren Buffett beteiligt, der Charlie Munger mit der Berkshire Hathaway. Ich glaube, die besitzen da 16% oder 20%. Das ist auch ein Busbetrieb. Die bauen Busse, Autos. Die haben einen Schwerpunkt gelegt auf Batterieantrieb. Ich glaube, die forschen auch im Bereich autonomes Fahren sehr intelligent. Die machen auch Hochbahnen, Bahnen für Städte und Landkreise, Hochgeschwindigkeitsbahnen, Magnetbahnen. Da sind die ziemlich führend in China. Die haben auch ich glaube, in den USA, in Kalifornien haben die einen Sitz aufgebaut. Ja, also hier sieht es ziemlich drüber aus. Ist bestimmt interessant, wie weit die in Geely, wobei sie schon gut gelaufen sind. Angenommen, du hättest gerade 500.000 Euro in Kryptos eingefahren, dann würde ich die verkaufen oder in ETF anlegen oder in Berkshire, denke ich mal. Die Preise für Gewerbeimmobilien in Manhattan. Ja, die Preise sind hoch und da ist ein Bauboom ausgebrochen, aber momentan sinken die Preise wieder für Wohnungen. Und Gewerbeimmobilien stehen auch einige leer, die werden dann umgebaut in Wohneigentum. Das heißt, wenn du jetzt so ein Bürogebäude hast und du kannst es schlecht vermieten an Firmen, an Gewerbe, wandelst du das um in, das siehst hier ringsherum, alte Bürogebäude aus den 70er Jahren, 80er Jahren werden umgebaut in Wohneigentum. Das heißt, die vermieten dann, die machen dann so Gipswände rein und dann werden so kleine ein, zwei Zimmerwohnungen reingesetzt pro Stockwerk, vielleicht 20, 30, 40 Wohnungen eingebaut und das wird dann vermietet und später nach ein paar Jahren verkauft als Eigentumswohnungen. Der Wohnungsmarkt an sich ist immer stark in New York, aber momentan ist er ein bisschen schwach, weil ein Übergebot herrscht, weil einfach zu viel gebaut wird. Ja. So schaut's aus. Welche Magazine liest du? Ja, ich lese gern das Wall Street Journal, New York Times, beide kaufe ich mir ab und zu auch als Print. Ich lese die online, aber da ist ja leider limitiert. Ich lese sie wirklich gerne auf Papier. Financial Times, wenn ich also unterwegs bin am Flughafen, nehme ich mir die mit. Oder am Bahnhof. Lese ich gerne Financial Times. Dann die Magazine Fortune. Was lese ich noch gern? The Economist. Money Magazine. Yahoo Finance. Quartz Media. Das ist QZ wie Zebra.com. Das ist super gemacht, Quartz. Die sind in New York. Die habe ich mal besucht, die Redaktion. Die sind in Chelsea, haben die ihr Büro. Super offenes Konzept ist ein reines Online-Medium, aber ist super gemanagt. Die haben wirklich interessante Sachen. Das ist auf Englisch und die schreiben, wie man sein Leben verbessert, also Lebenstipps fürs Leben, Finanzthemen haben sie. Die schreiben viel über Bill Gates und Warren Buffett und Jeff Bezos, sehr interessant. Okay. Ich habe ein paar abonniert, ein paar Magazine, bin ich gerne bereit, was zu bezahlen. Das Fortune Magazin, Economist, Money Magazin, da bezahle ich Geld für. Da habe ich das Print-Abo. Du hast recht, es wäre wahrscheinlich umweltschonender, online zu haben. Aber ich habe es halt gerne Print, weil ich verreise viel, ich bin finanziell frei, ich genieße mein Leben. Mein Leben ist auch zu verreisen, nach manchmal in den Süden, manchmal egal wohin. Wenn ich reise, habe ich halt gerne auch so Print oder manchmal sitze ich im Fitnessstudio auf dem Rad, aber das bringt halt auch wenig Kalorienverbrauch, gebraucht und abgelesen. Aber ich lese gerne Print. Okay, so viel am Bildschirm ist, glaube ich, auch nicht so gut. Oder ich gehe mal auf die Dachterrasse im Sommer oder setze mich in den Park oder fahre nach Brooklyn und dann nehme ich gerne Print mit.
Ja, man kann mich live treffen. Ich war schon in Reutlingen bei Stuttgart. Ich habe Leute getroffen, Laser in Hamburg, das war super, in Mannheim, in meiner alten Heimat, in Mannheim. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe schon Leute getroffen in Frankfurt. Ich bin finanziell frei, seitdem ich Ende 30 bin. Aber ich habe immer Angst gehabt, ob es dann reichen würde. Aber jetzt bin ich mir relativ sicher nach dem Bullenmarkt, dass ich finanziell frei bin. Mein Depot, ich habe einfach angefangen mit 15 Jahren zu arbeiten, Zeitung austragen. Meine Eltern haben mir beigebracht, sparsam zu sein und fleißig. Und immer Nebenjobs gehabt, immer Gas gegeben im Job, immer sparsam, immer Sparquoten gehabt, um die 50%. Ich habe lange Zeit in WGs gewohnt und Restaurants habe ich gemieden wie die Pest. Ich fand das immer so erstaunlich, was manche Leute in Restaurants rausschmeißen, wenn ich mir überlege, wie hart ich dafür arbeiten muss. Und da sitzen manche im Restaurant, hämmern da das Geld raus. In New York gibt es ja auch sehr teure. Und da habe ich mir gesagt, du, hör zu, also ich kann mich gerne treffen, auch im Restaurant, wenn es sein muss, aber können wir uns nicht treffen in einem günstigeren? Also warum muss ich da eine Flasche Wein trinken, die so teuer ist und so? Also da habe ich gesagt, das macht mir kein Spaß. Und aber die Leute treffen sich auch irgendwo, wenn es günstiger ist, genauso. Und so ist meine Sparquote halt über 50% immer gewesen. WGs, Studentenwohnheim, mein Lebenspartner arbeitet. Der arbeitet jeden Tag, der ist sehr fleißig und der gibt total viel Gas und der hat auch eine hohe Sparquote. Der legt sehr viel Geld zurück, der macht ETF-Sparen regelmäßig, jeden Monat. Der kauft gerne den Vanguard ETF, den S&P 500 hat er sich rausgesucht und der baut auch sein eigenes Depot. Der hat ein paar Aktienwerte, der mag auch so konservative Sachen, sowas wie Berkshire. Und er ist auch auf dem Weg in die finanzielle Freiheit. Und ich glaube, ich habe den motiviert, aber der war schon immer sparsam. Wie ist deine Meinung zu Samsung? Samsung, ein Weltkonzern aus Südkorea, auch ein Familienkonzern. Die hatten da so auch so Manipulations- und Krisendinger und Monopolvorwürfe. Ich glaube, da ist auch einer verhaftet worden wegen Korruptionsverdachts. Aber ich glaube, es ist ein Superkonzern. Und die sind weltweit tonangebend. Samsung ist verschachtelt, ist schwierig zu verstehen. Gibt immer wieder Vorwürfe, auch von so einem Hedgefondsmanager aus New York, aus den USA, dass es intransparent ist und Interessenkonflikte gibt mit diesen ganzen Töchtern. Und es ist so eine Art Holding, schwer zu verstehen, aber ich glaube, kann man sich anschauen. Keine Ahnung. Ich besitze Samsung nicht, ich blicke nicht durch. Sparquote, was verdienst du bloß? Ja, da wird kommentiert gegenseitig. Sparquote, man kann eine hohe Sparquote haben, man muss einfach bodenständig sein und sich an diesem ganzen Mist nicht beteiligen, diesem Konsummist, dass die Leute reden ständig über Renovierungen. Da wird die Küche renoviert, das Bad, das Wohnzimmer und der Garten und da wird ständig Geld rausgeplant für ein neues Leasingauto. Für neue Kleidung, für neue Mode, für Elektronik, Konsumelektronik. Und da muss man sich einfach von verabschieden. Warum nicht einfach mal was länger benutzen, ein Handy, ein Computer? Warum nicht häufiger zu Hause kochen? Bohnen, brauner Reis, Gemüse, viel Gewürze, ist total gesund. Sixt ist ein super Familienkonzern, weil die Frage hier kam: Autoverleiher. Der Erich Six hat den Laden, glaube ich, gegründet, soweit ich weiß, in den 60er Jahren. Und die Familie, die Kinder sind da schon engagiert. Ja, ist bestimmt sehr interessant. Die haben jetzt auch was abgetrenntes Leasinggeschäft. Kann man bestimmt super, wenn das dein Arbeitgeber ist, bestimmt grundsolider mittelständischer Konzern. Den kannst du auch hier zum Teil sehen in den USA am Flughafen, gibt es immer mal wieder. Six-Schilder oder im Ausland in Europa, glaube ich. Ich weiß es nicht genau mit USA, aber in Europa. Consors-Bashing, go. Ja, also Consors war ich immer zufrieden. Und der Depotumzug, die haben mich rausgeworfen. Der Depotumzug hat sehr lange gedauert. Und jetzt will ich nicht noch weiter Bashing machen auf Consors. Die Kundenbetreuung ist sehr freundlich, extrem freundlich. Und die haben sich auch tausendmal entschuldigt. Und die versuchen das Beste aus der Situation zu machen. Und jetzt habe ich keine Lust mehr auf Consors Bashing. Sie versuchen immer
freundlich zu sein und sie sind freundlich und entgegenkommend. Und das ist bei mir halt schlecht gelaufen. Aber sie haben es versucht, mir entgegenzukommen mit den Sachen, wo es nicht so gut lief und gesagt, okay, was können wir von unserer Seite tun? Wieso Consors dir nur nicht BNP Paribas Wealth Management angeboten hat, verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht, aber ich glaube, manche Banken wollen, wenn es ins Wealth Management geht, schon mehr Geld haben. Ich bin nicht arm und bin aber auch nicht super reich. Okay, Seekonomy, Mediamarkt Saturn, die wollen auch Online-Geschäft ausbauen. Ja, Seekonomy, da kann ich dir was zu sagen. Seekonomy, genau, Mediamarkt Saturn, ich glaube, die haben über 10.000 Filialen in Europa. Das ist in Europa der Marktkette ist das. Und kennt ihr ja Saturn und Mediamarkt, kennt ja jeder. Die haben noch ein paar andere Geschäfte, aber der Großteil läuft Mediamarkt Saturn. Die haben das ja in, glaube ich, Osteuropa, die haben es überall in Europa. Die haben sich noch beteiligt in Frankreich an so einem Elektronikmarkt. Und die alte Metro hat das abgespalten im Grunde, das Lebensmittelgeschäft, und hat jetzt nur noch diese Elektronikmärkte. Die schütten eine Dividende aus, ich glaube von ein paar Cent, das ist gar nicht so schlecht, ich glaube 2% Dividendenrendite. Die Aktie hat sich gut entwickelt seit der Abspaltung, vor gut einem Jahr war das, glaube ich. Und die verbessern, die steigern den Umsatz um 2, 3%, 4%. Die bauen die Marge aus, die Marge im Einzelhandel ist nicht groß, aber die strengen sich an. Ich glaube, die werden das schaffen. Ist bestimmt gut gemanagt und der Mitbegründer ist gestorben von Mediamarkt Saturn. Und ich glaube, da gab es immer einen Streit, ständig gerichtliche Auseinandersetzungen. Ich glaube, die haben jetzt Frieden geschlossen und hoffen wir, dass es da besser geht. Ja, genau, also Mediamarkt Saturn ist bestimmt interessant. Schau dir mal an, Best Buy in den USA. Best Buy. Die waren mal vor kurzem noch bei 10 Dollar vor ein paar Jahren, jetzt stehen die bei 70 Dollar. Die Aktie hat zugelegt um 40.000%. Also das ist das Gegenpart zu Seekonomy in den USA ist Best Buy Elektronikkette. Ja, ein Treffen in Mannheim müssen wir mal wieder machen. Ja, klar. Hier, schaut euch das mal an. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist Best Buy, eine Riesenaktie. Ja, Hyperinflation, wenn das kommen würde, ich glaube, das sind Aktien ganz gut. Vielleicht auch ein bisschen ein klein wenig Gold. Gold ist Inflationsschutz, Immobilien sind Inflationsschutz. Was ganz schlecht ist, wenn Hyperinflation kommt, wenn wir eine hohe Inflation kriegen, ist natürlich das Geld, Girokonto, Cashquote eine hohe, ist ganz schlecht. Du verlierst ja, in den USA hast du im Schnitt 3% Inflation, aber wenn es jetzt mal wirklich hoch geht, dann werden so Leute zerlegt. Bausparen, Sparbücher, die werden zerlegt. Da knallt es im Karton, die werden total entwertet. Der Wertverlust knallt dann richtig rein. Auch Anleihen sind problematisch in einer hohen Inflationsphase. Hi Hermann! Hier, schaut euch mal Best Buy an. Das ist der Hammer, du denkst ja immer. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber schaut euch das mal an, Best Buy. Hier, das Ding ist explodiert. Wenn du investiert hättest, 1985, und du hättest das liegen lassen, jedes S ist ein Split, ein Stock-Split. Jedes D hier unten ist eine Dividende. Ja? Du hättest das liegen lassen, die Aktie. Die wäre richtig explodiert. Best Buy, das ist eine amerikanische Elektronikmarktkette wie Mediamarkt Saturn. Genau, du solltest die Dividende reinvestieren. Und was wäre dann passiert? Du hättest 1000 Euro investiert. Hier damals 1985 beim IPO 1000 Euro. Dann hättest du heute genau eine halbe Million Euro. Eine halbe Million aus 1000 Euro. So ist das Ding explodiert. Könnt ihr euch das vorstellen? Und alle sagen, der Einzelhandel geht kaputt, aber diese Best Buy, die haben es geschafft.
Da gab es auch eine Krise. Schaut hier, im Jahr 2013 ist Best Buy eingebrochen auf $10. Heute stehen sie bei 74. Die haben es wirklich geschafft. Ja, so könnte ich eigentlich mal, müsste ich mal mit euch so ein bisschen Bilanzanalyse machen, euch mal ein bisschen erklären. Aber was ich damit sagen will, Buy and Hold ist wirklich überlegen, wie viele Leute haben hier die Panik gekriegt, als das Ding eingebrochen ist auf $10, haben es verkauft, total entnervt und jetzt steht das bei 74 ein paar Jahre später. Das war im Jahr 2013, war die Krise. Haben alle gedacht, der Einzelhandel geht kaputt, der traditionelle. Und alle kaufen bei Amazon künftig ihre Elektronikgeräte. Und jetzt steht das wieder so hoch. Also man kann so Turnarounds immer hinbekommen. Krisen sind wirklich interessant, aber das, man weiß halt nie, gell? Deswegen Buy and Hold mache ich. Es kann auch schief gehen und das hätte hops gehen können. Aber weil man es nicht weiß, mache ich halt Buy and Hold. Ja, und das kann sein, dass der Mediamarkt zur Tour, die Seekonomie sich auch gut entwickelt. Ich habe ein paar Aktien, das sage ich gleich dazu. Vielleicht bin ich auch deswegen so optimistisch. Okay. Genau, der Einzelhandel, hast vollkommen recht, Sven. Der Einzelhandel, wenn die Leute freundlich sind, fortschrittlich, beratend, hat der traditionelle Einzelhandel durchaus eine Berechtigung. Die Leute wollen immer noch die Waschmaschine anfassen, den Fernseher vielleicht anfassen, ausprobieren, den Geschirrspüler aufmachen und mal reingucken. Vielleicht kann es auch nur so ein Hype sein und alle denken, jetzt sind die gerettet und dann kommt doch wieder der Umsturz. Es ist schwierig, der Einzelhandel ist schwierig, der traditionelle Einzelhandel ist schwierig und man weiß es nicht so genau. Es kann jetzt so eine kleine Euphorie wieder sein und dann legt sich das wieder alles. Vom Trend her geht alles online. Da wird Amazon und viele andere, die online gut unterwegs sind, werden dem traditionellen Einzelhandel die Butter vom Brot nehmen langfristig. Aber es gibt bestimmt Einzelhändler, die überleben. Und die Leute wollen vielleicht auch ihre Lebensmittel nach wie vor einkaufen im Supermarkt und eben nicht alles zugeschickt bekommen. Ich glaube, bei Lebensmitteln ist noch 90% klassischer Handel und nur 10% online. Noch nicht mal 10%. Du willst halt die Bananen anschauen, die Früchte und so. Ja, aber das ist doch ein Mega-Chart, oder? Schaut euch das an, wie das hier explodiert ist. Habt ihr noch eine Frage? Nach der Warren Buffett-Methode? Jetzt sind 74 Leute. Ich beantworte euch alle Fragen total ehrlich. Ich sage euch total die Wahrheiten ungeschminkt und findest du, die Amazon-Aktie ist teuer? Ja. Schwer einzuschätzen mit einem KGV über 300. Du hast dir schon die Antwort gegeben. Ist halt ein Megatrend. Ich besitze Amazon nicht. Und die sind halt total clever, der Jeff Bezos. Der geht in alle Bereiche rein. Der geht in den Bereich Apotheken rein. Der geht halt in den Bereich Apotheken rein. Der verkauft Sonnencreme, alles, was hier liegt. Der fing an mit Büchern. Und da geht halt jetzt ein neuer Bereich rein und da rollt die alle auf, und dann kriegen alle Angst. Elektronikgeräte jetzt geht er stärker rein, also Kühlschränke, Herd und so. Siemens versus General Electric, wer ist spannend? Ja, eine Krise bei GE ist vielleicht ganz spannend. Und Siemens ist auch super aufgestellt, die spalten ständig Firmen ab, trennen die ab, ausrahmen die Healthcare-Sparte. Sehr geschickt eigentlich, das zu machen, die stellen sich unabhängig auf voneinander. Und die machen aus dem Konglomerat schlagkräftige kleine Schlachtschiffe. Ja, die AT&T-Aktie ist um 25% eingebrochen. Was rätst du mir? Verkaufen, halten, zukaufen, würde ich mal sagen. Aber du, ich weiß nicht alles. Alles ist mit Risiken verbunden. Immer streuen. Und ich möchte eigentlich hier keine Anlageempfehlung machen. Aber schauen wir mal AT&T an. Ich weiß es nicht und mache keine Anlageempfehlung. Wie ist denn das Kürzel? AT&T ist einfach ein T. Durchhalten, ja, wie Reisen. Du hältst sowas durch. Continental möchte sich auch aufspalten. Ja, aufspalten ist ein Trend geworden, weil die Firmen auf eigenen Beinen stehen und dann die einzelnen Einheiten viel erfolgreicher sind wie unter einem großen Dach. Denkt man sich, aber das ist wirklich so. AT&T ist eingebrochen, ja, aber. Schau dir den Langfristchart an, du kriegst eine Dividende. Und also ein schönes Dividendenpapier. Allein schon für die Dividende ist mehr als das Sparbuch bringt.
AT&T bringt, schauen wir mal, eine Dividendenrendite vor Steuern von 5,4%, ist doch der Hammer. 5,4% AT&T. Also, ich würde sie behalten, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht alles, mache Fehler und mache hier keine Anlageempfehlung, nur ein Vorschlag. Okay, ja, wollt ihr noch was wissen? Ich sage euch echt die Meinung. Knallhart. Und ich sage euch, was ich denke. Okay. Feierabend und zu mir in den Livestream. Ja, super. Meinung zu PayPal ist eine riesen Monsteraktie. PayPal. Das Konsumverhalten ändert, das Bezahlverhalten ändert sich ja. Schauen wir mal an. PayPal. PayPal, Moment, ist ein Riesengelauf, ist riesig gelaufen. Die haben sich auch verbündet mit einem Kreditkartenhersteller. Ja, das wäre ein schöner prozentualer Anstieg um 2000%. Da hat Yahoo Finance ein Problem hier. Das ist eine falsche Ansicht. Oder meinen die hier plus 2%? Ja. PayPal, die zahlen keine Dividende, aber das Geschäftsverhalten ändert sich. Also die Leute zahlen online. Die haben so eine Applikation, mit der man online bezahlen kann. Ein Riesentrend weltweit. Und das brummt, das Ding geht durch die Decke. Aber die Bewertung ist teuer von PayPal. Hat übrigens Elon Musk gegründet. Mit Peter Thiel. Mit dem Typ, der jetzt auch bei Facebook eingestiegen ist früh und mit Mark Zuckerberg befreundet war. Hier, PayPal hat schon einen Börsenwert von 100 Milliarden. Dollar ist eine Monsterbewertung. Die könnten, von dem Wert kannst du übernehmen, General Motors, Tesla, Deutsche Bank und so weiter und so fort. Also PayPal hat einen riesen Vorschusslorbeeren. Okay, war noch eine Frage. Ja, zu, okay, du hattest noch, hatte noch jemand eine Frage zu Walgreens. Walgreens ist eine Drogeriemarkette. Ich habe den Vorstandschef schon gesehen und den Großaktionär. Alibaba. Okay, ah, so viel kann ich gar nicht alles beantworten. Aber Walgreens ist eine schöne, solide Aktie. Die haben ein Problem durch den Onlinehandel. Die sind jetzt auch eingebrochen, aber Drogeriemärkte müssen auch mehr online gehen. Und da besteht die Sorge, dass sie halt Geschäft verlieren durch Amazon, weil die jetzt in den Apothekenmarkt und Drogeriemarkt stärker einsteigen. Aber die zahlen eine schöne Dividende, ein Großaktionär. Und auch Umbruch, der Einzelhandel ist im Umbruch. Deswegen ist Walgreens eingebrochen. Schauen wir mal. Kurs steht bei 75. So schlimm auch nicht eingebrochen. Und Dividende bei 2,1%. KGV von 20. Ja, bestimmt ein solider Wert. KGV bei 12. Hochgerechnet aufs nächste Jahr. Also, ich find sie persönlich interessant. Wie gesagt, ich mache keine Anlageempfehlung, alles mit Risiken verbunden, aber eine der größten Drogeriemarketten und Apothekenketten, die es gibt in den USA, neben CVS Healthcare. BP Biotech investiert wie so ein Fonds in Biotech-Werte und Pharma-Werte, sehr schlaues Management. Man kann aber auch stattdessen einen ETF nehmen, einen Biotech-ETF, hast du bestimmt günstigere Managementkosten, aber ist bestimmt nicht schlecht. In einer Zeit, in der wir einen riesen Fortschritt haben im Healthcare-Bereich, viele Krebsbehandlungen erfolgreicher werden. Threads? Was meinst du mit Threads? Was ist bei Threads los? Kenn ich die? Wer ist Threads? Helf mir da mal aus. Ja, okay, noch eine Frage. Hat noch jemand eine Frage? Aber schaut mal, kriegt ihr 2% Dividende. Text Group, kenne ich. Simrise macht 17% seit Duft- und Geschmacksstoffe. Ja, Simrise ist ein Trend. Duft- und Geschmacksstoffe, die Leute gerade in den Schwellenländern konsumieren mehr.
Und die Mittelschicht wächst da heran, explodiert in Indien und China und Südamerika. Das hat ein riesen Zukunftspotenzial. Die Leute wollen mehr Geschmäcker und Düfte riechen. Am liebsten natürlich. Und das sind die auch unterwegs, Symrise. Ist ein solider Wert aus dem MDAX, würde ich mal persönlich sagen. Wirecard ist eine Monsterrakete. Die machen Online-Bezahlung, Abwicklung von Online-Zahlmöglichkeiten für Airlines, für Online-Casinos. Das Ding hat abgehoben, monstermäßig. Die machen Kreditkartenlösungs. Die bieten Kreditkarten selbst an. Die haben auch eine Banklizenz, Wirecard. Aus dem TecDAX, eine der besten Aktien, die es gab in den letzten Jahren, die ist explodiert, ist der Wahnsinn, ein Milliardenkonzern, werden immer wieder attackiert von Leerverkäufern und aber wirklich beeindruckend. Ich habe den Dr. Braun, den Vorstandschef, schon getroffen, schon gesprochen in München auf Konferenzen, als er präsentiert hatte, kenne ich schon aus langer Vergangenheit und der hat einen riesen Laden daraus gebaut. Wirecard ist wirklich eine erstaunliche Rakete geworden. Zahlt halt eine kleine Dividende, ist sehr teuer vom KGV, aber da wird Zukunft gehandelt. Viele Vorschusslorbeeren sind da drin. Schaut euch mal den Kursverlauf an. Hier seid, ist jetzt noch nicht so lange gelistet in New York am OTC, aber 19, 16 Milliarden schwer. Wirecard ist ein Monster aus München. Diageo, ich kann es gar nicht aussprechen, Alkoholhersteller, Spirituosenhersteller, ich glaube aus London, super Standardwert, so wie auch viele Lebensmittelhersteller, super Standardwerte, kann man kaufen und liegen lassen, sind eigentlich konservativ, sowas wie Nestlé. Alkohol haben wir ein großes Problem, auch in Deutschland, Alkoholabhängigkeit, Sucht, im Grunde kann man da Geld verdienen. An der Sucht der anderen Spirituosen, die haben auch viele hochwertige Qualitätsmarken. P2P mache ich nicht. Meine deutschen Aktien, ja, ich habe Adidas, ich habe SAP, ich habe CTS Eventim, mache ich alles buy and hold. Ich habe leider Gottes Deutsche Bank, ich habe Commerzbank, ich habe Allianz, im Grunde so viele, auch so große Sachen und Mittelständler. Okay. Ich behalte die Aktie meine, egal ob es US-Werte sind oder deutsche Ewigkeiten. Ja, Grüße nach Leverkusen, danke dafür. Ich sage euch echt, was ich denke und muss dazu sagen, ich bin bestimmt. Ah, Finanzblogs liest du noch. Ja, ich lese gern den Mr. Money Mustache, diesen Ami. In Deutschland gar nicht jetzt so arg viele. Ich lese mehr so die englischsprachigen, ich finde die gut. Aber in Deutschland gibt es auch gute. Aber ich muss gestehen, ich lese überwiegend die US-englischsprachigen Blogs. Ich lese halt, wie gesagt, gerne die Zeitungen, FT, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Quartz Media, Fortune Magazine, Time Magazine habe ich ganz vergessen, habe ich auch abonniert. Hier ist ja, habe ich euch das schon mal gezeigt, die Optimist, die Ausgabe von Bill Gates und Warren Buffett. Das Ding abonniert. Ja, dann Fortune. Aber so Blogs in Deutschland, jetzt muss ich erst sagen, ich lese Finanzen.net, für die arbeite ich ja auch. Schaut euch mal hier den Titel an. Das Time Magazine, wie witzig. One Year. Donald Trump. Ja, okay, noch eine Frage. Im Idealfall, wie gesagt, Sparquote 50%. Wenn ihr jung seid, fangt damit an. Euer Leben wird sich verändern. Fangaktien am interessantesten, KGV. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Der Warren Buffett würde dir zustimmen. Hermann, du bist der Hammer. Du hast die Apple-Aktie sind in den Fangaktien die günstigste, deswegen ist der Warren Buffett da eingestiegen. Aus KGV-Sicht, aus Dividendensicht. Wie viele Positionen hast du im Depot? 40, 50 Positionen habe ich im Depot. Viele so Sachen wie Exxon, Chevron, Nike.
Citi, Bank of America, Facebook, Netflix, so Sachen besitze ich. BlackRock ist einer der größten Vermögensverwalter, langfristig ausgerichtet, Familienkonzern eigentlich, der Gründer ist der Vorstandschef. BlackRock ist bestimmt interessant, super gelaufen durch den ETF-Trend und so. ProSieben, Sat1 hat das Problem mit dem Zuschauerverhalten, das ändert sich, die Leute schauen, streamen online, die Verbindungen sind schneller durch die Glasfaser, die Internetgeschwindigkeit ist besser, dadurch schauen mehr, streamen mehr Leute Videos und machen YouTube und Hulu und Netflix schauen sie gerne halt und deswegen. Deswegen läuft die ProSieben halt nicht so gut, ist ziemlich stark eingebrochen und leidet halt, dass die, wenn die Zuschauer weggehen, wenn die halt streamen, hast du weniger auch Werbeeinnahmen und dadurch ist das Geschäftsmodell dann schwieriger, aber die werden bestimmt das überleben. Aber sie haben weniger auf der Umsatzseite, weniger Dynamik. Okay, die machen auch stark im. In ProSieben, Sat1 stark in E-Commerce, die haben die Anteile an E-Commerce-Firmen und können es schaffen, sich da zu verbessern. Okay, wie denkst du, eine Position im Depot maximal betragen? Ja, Warren Buffett hat ja auch große Positionen, prozentual. Aber aus Risikogründen hast du recht, sollte man schauen, dass man vielleicht nicht über 10% geht, vielleicht besser als 8%, 5%. Aus Risikogesichtspunkten streuen, natürlich, ausreichend streuen. Wo schläfst du in der kleinen Wohnung? Ja, hier ist das Schlafzimmer. Das Bett ist nicht gemacht. Ich habe ein kleines, ganz kleines Schlafzimmer, da passt das Bett rein und einen Mini-Schreibtisch. Ganz wenig Platz, aber es ist abgetrennt mit einer Wand. Das ist bestimmt nachträglich gemacht worden, die Wand hier eingebaut worden. Ja, ich habe keine Waschmaschine, kein Auto. Ich kaufe fast nie neue Kleidung. Ich nehme meine alte Kleidung. Ich verstehe nicht die ganzen Leute, die immer so viel Kleidung kaufen. Funktioniert doch alles noch. Muss doch eh nicht immer der neueste Trend sein. Hier laufen alle rum mit diesem Canada Goose. Kennt ihr das Canada Goose? Der kostet so eine Daunenjacke $1000. Und weiß gar nicht, warum das die Leute so viel Geld ausgeben. Man kann doch auch eine normale Jacke kaufen für $100 oder noch weniger. Oder diese Canada Goose, das ist total das Statussymbol hier. Canada Goose. Da geben die Verbraucher sehr viel Geld für aus, für diese Dinge. Ist das in Deutschland auch so ein Trend? Ich verstehe es wirklich nicht. Aber die Leute müssen selbst wissen, sie arbeiten für ihr Geld, wenn sie es dafür ausgeben wollen, selber schuld. Ist nicht mein Ding, zum Glück sind wir alle unterschiedlich. Jeder hat sein Hobby oder so, aber ich würde jetzt für so Kleidungszeug jetzt nicht so viel Geld ausgeben. Da gibt es ja noch eine teurere, Canada Goose ist übrigens börsennotiert. Montclair ist noch teurer, die machen auch diese Daunenjacken. Ja, ob ich noch aktiver auf der Suche bin nach Aktien fürs Depot, ja, momentan nicht. Ich brauche leider für die Arbeit, Bürojob mit Kundenkontakt relativ teure Klamotten, habe leider keine Alternative gefunden. Ja, klar, da hast recht. Manche Leute beurteilen einen, diese Clownschicht, diese Leute mit diesen SUVs und diesen dicken Autos beurteilen auch einen nach der Kleidung. Und wenn man da schlampig ist, muss man ja nicht rumlaufen, man kann sich rasieren, man kann sich die Haare schneiden, vielleicht auch selbst. Man kann aber sich auch, glaube ich, günstig einkleiden bei H&M oder Zara oder so. Man muss jetzt nicht die teuerste Hugo Boss oder Armani-Anzug haben. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Vielleicht sehe ich das falsch. Manche laufen hier rum mit so teuren Schuhen, die 800, $600 kosten. Braucht man die? Es kommt vielleicht doch wirklich darauf an, in welchem Bereich man arbeitet. Du hast recht, muss man vielleicht doch manchmal die Kunden beeindrucken. Aber es ist oft ja auch nur Fassade. Ja. Was auch erstaunlich ist, manche Leute. Was hältst du von REITs? REITs sind bestimmt gut. REITs sind Real Estate Investment Trusts. Die verwalten Immobilienportfolios in den USA. Das sind Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien, Krankenhäuser und so, vermieten die, machen da Geld mit. Die können steuerfrei ausschütten.
versteuert werden muss beim Anleger. Das ist der Vorteil von den REITs. Sind oft sehr konservativ. Interessant. Bei China wäre ich vorsichtig. Die meisten Unternehmen in China haben eine sehr geringe Eigenkapitalquote. China ist ja auch noch kommunistisch, ein bisschen autoritärer Staat, fast könnte man sagen diktatorisch. Ist noch keine Demokratie. Wir haben in China keine freie Meinungsäußerung. Das Internet wird überwacht, deswegen ist Google weg aus China. Es ist noch nicht eine freie Demokratie, aber sie wandelt sich, werden besser. Es gibt ein Problem bei kleinen Firmen, oft Betrug bei Bilanzen und so. In Frankfurt waren ja auch einige chinesischen Aktien notiert und das ist in einem Desaster geendet. Also viel Schwindel und Betrug, leider Gottes. Da ist noch nicht so viel Regulierung, das ist ein bisschen Wild West. Aber ich glaube, bei den großen Konzernen, sowas wie Alibaba, hat sich super entwickelt. Ist einer der größten Online-Händler der Welt. Online-Konzerne. Ist bestimmt ein Blick wert. Aber teuer. Teuer muss man sagen. Die ganzen Online-Werte sind teuer. Auch die anderen Konkurrenten. Siemens und die Medizintechnik ist bestimmt interessant. Und die spalten ja die Medizinsparte ab. Ja, interessant anzuschauen. Ein grundsolider Konzern. Da gibt es ja noch die Familie Siemens. Ich glaube, die besitzen 5%. Elektromobilität kommt, BYD und Geely verkaufen immer mehr. Ja, habe ich ja darüber vorhin gesprochen, über BYD und Geely sind sehr interessant. Alibaba war heute bei 147 zu bekommen. Was sagst du zu Schaeffler AG? Schaeffler, auch ein Familienkonzern. Die Frau Schaeffler mit dem Sohnemann, der ist, glaube ich, der wohnt in den USA, der ist Rechtsanwalt. Der Georg Schaeffler, die sitzen bei dem Aufsichtsrat, überwachen ihr Familienimperium. Die sind ja auch verbandelt mit Continental. Die Familie Schaeffler, eine Milliardärsfamilie, die hatten mal Probleme. Aber so genau, es ist ein Automobilzulieferer. Automobile ändern sich, aber ist bestimmt interessant, konservativ, hat eine hohe Verschuldung lange Zeit. Aber ist bestimmt interessant mal anzuschauen. Was sagst du, Volkswagen? Volkswagen ist ein Imperium, einer der, ist der größte europäische Automobilhersteller, ein Gigant. Die haben 16, 17, 18 Marken, ich weiß gar nicht wie viele, riesengroß. Golf und Passat und ich glaube sogar Rolls-Royce, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber die haben ein super Portfolio und die hatten eine Krise mit dem Dieselskandal, erholen sich und kann man bestimmt ins Depot parken, ist einer der größten Konzerne im DAX. Ja, Familie steht hinten dran, Familie Porsche und Piëch. Ja, einer der weltweit größten, die haben es jetzt ganz schön erholt, aber schauen wir mal hier an. Barron's lese ich jetzt gar nicht mehr, ich hatte die mal abonniert. Barron's Top 10 Liste. Ich sag dir einfach, was ich denke. Da schauen halt viele drauf und die rennen dann da halt rein. Barron's Top 10 Liste würde ich vielleicht nicht machen, aber man kann sich anschauen, was für Konkurrenten. Also, wenn die sagen, wenn da die Top 10 Liste guckst du durch, was für Porsche sind das, wer ist denn vielleicht Konkurrent? Davon guckst du den Konkurrent davon an. Berkshire, Alphabet. Berkshire sind drin und Alphabet sind zwei schöne Werte, habe ich im Depot, bin ich total befangen. Der Charlie Munger hat mal gesagt, er hatte 50 Jahre Berkshire gelesen und hatte in den 50 Jahren nur einen Tipp verfolgt. Und das war nicht verkehrt gewesen, 50 Jahre Barron's zu lesen. Ja, so ist es halt. Motley Fool ist eine super Webseite. Ja, Hermann, du hast recht, liest sich sehr gut, die kennen. Die machen auch Buy and Hold, sind ja eigentlich konservativ, ist auch eine Familie, die machen auch so Newsletter und so. Da hatte mich mal ein Leser besucht in New York, der war auch super informiert. Und der hatte so ein Abo und hat gesagt, die sind gut, die machen das Gutes, diese Newsletter. Aber man kann auch auf dem kostenlosen Depot-Webseite schauen. Zeitschriften und so als Werbungskosten kann man, glaube ich, absetzen in Deutschland. Bei mir ist es ja auch berufsbedingt. Ich bin ja Journalist, ich muss mich ja informieren, wenn ich da jetzt Geld ausgebe für. Kann ich das als Journalist berufsbedingt absetzen. Ich glaube aber auch Aktionäre in Deutschland können das absetzen. Sollte möglich sein.
Müsst ihr mal googeln, Finanzzeitschriften und so, oder Handelsblatt, Abo, oder Euro am Sonntag, oder Börse Online. Ich arbeite für Börse Online und Euro am Sonntag, hin und wieder, ab und zu. Und für das Aktienmagazin Kimberly Clark. Ja, Kimberly Clark ist stark eingebrochen. Jetzt in dem laufenden Jahr sind auf 12-Monatstief irgendwo, haben sie diese ganzen Haushaltsgüter, diese Procter & Gamble, Unilever, Kimberly Clark, die machen halt viel zu Papier. Da habe ich ja mal so eine Musterbox bestellt. Das habe ich euch ja gezeigt. Ist ein schöner Dividendenwert, ist eine Perle, Dividendenperle. Und ich besitze sie nicht, aber bestimmt interessant. Der Kimberly Clark. Hier hatte ich diese Musterbox. Da waren so, die machen halt vom Toilettenpapier über Kleenex. Alles Mögliche. Ist ein guter Wert. Die sind gut aufgestellt, aber stark US-abhängig und momentan sind sie halt nicht so am Wachsen. Aber Buy and Hold ist, glaube ich, ein schöner Buy and Hold Wert. Ja, Kleenex halt, kennt ja jeder, wird gekauft. Bestimmt nicht in die Grütze, nicht, aber mal schauen, was passiert. Huggies machen so Windeln, Huggies, Kimberly Clark, Kleenex, wie gesagt, alle möglichen Kleenex-Boxen für To Go und für den Nachttisch. Keine Absetzbarkeit von Werbungsposten bei Einkünften. Okay, da kennst du dich besser aus. Ja, vielleicht ist das geändert worden. In Deutschland kenne ich mich jetzt nicht so aus, Absetzbarkeit von Finanzzeitschriften. Kannst du deinen neuen Börsenartikel auch bei Twitter einstellen? Okay, kann ich dran denken. Okay, in Ordnung. Meinst du, okay, da schaue ich mal, ob ich dran denke. Alles klar. Hermann, mach ich. Du bist total informiert. Du denkst wie Warren Buffett. Ich glaube, wir hätten super Diskussionen. Okay, GmbH. Die Walmart-Aktie läuft zurzeit auch gut. Genau, die laufen wie verrückt. Walmart hatte auch diesen Schock gehabt. Einzelhandel, traditioneller Einzelhandel. Da haben alle gedacht und übertrieben, okay, das Ding geht ja auch in den Bach runter, weil Amazon den alles wegschnappt. Und dann haben die Kurve noch gekriegt. Da schauen wir mal rein. Walmart. Walmart, wenn du die besitzt, du, das ist eine Geldmaschine, Familienkonzern, total sparsam, die Waltons. Der Daddy hat denen beigebracht, der Gründer, der Sam Walton, sparsam, hat den eingeimpft und die sitzen alle im Aufsichtsrat und überwachen ihr Imperium. Die Familie besitzt rund 50%, glaube ich. Die Waltons von Walmart, das sind einer der reichsten Amis. Und in der Kritik steht Walmart immer, weil sie immer wieder, weil sie geringe Gehälter bezahlen, die Gewerkschaften unterdrücken. Die wollen keine Gewerkschaften zulassen. Aber die Aktie ist explodiert. Schaut euch das an hier. Das ist Walmart, der Chart. Letztes Jahr, so ist das nach oben gegangen. Und jetzt schauen wir mal an Gesamtsicht. Max, da kannst du schauen bei Yahoo Finance, wie das explodiert ist. Wahnsinn. Hier war die Krise, hatten alle da meine Güte, der Einzelhandel verändert sich. Amazon macht die kaputt. Online-Konkurrenz gemacht. Das ist Wahnsinn. Da sieht man, was Zinseszins bedeutet. Die Quartalszahlen von Bank of America waren enttäuschend. Ich habe sie mir jetzt aber nicht im Detail angeschaut. Schauen wir mal Bank of America an. Aber Quartalszahlen sind halt Quartalszahlen und darf man nicht überbewerten. Aber ich bin hier befangen, ich besitze dies, meine größte Position und weiß auch nicht alles. Okay. Diese niederländische Sache kenne ich jetzt nicht, sorry. Das so sieht Bank of America aus. Die stehen bei 31 Dollar. Und da war die Finanzkrise hier.
Hier hat es die total zerrissen. Schaut euch mal an, wie die eingebaut ist. Da war die Finanzkrise ein riesen Abbruch, Einsturz von den Hauspreisen. Die sind gefallen, dramatisch wie ein Kartenhaus. Und dann hat es die Aktie ka fast kaputt gemacht. Standen vor der Insolvenz Bank of America. Und jetzt stehen sie schon wieder besser da. Der Staat ist rein, hat sie gerettet, hat unterstützt die Banken. Die einzige Bank, glaube ich, die nichts gebracht hat, war JP Morgan von den Großbanken. Aber jetzt, heute geht es denen schon wieder viel, viel besser. Schaut mal, wie die sich erholt haben. In der Krise standen die bei 8, 8 Dollar, 6 Dollar und heute stehen sie bei 31. Wäre ihr voll reingegangen, hättet ihr das Geld gemacht ohne Ende. Aber hinterher sind wir alle schlauer. Aber ich habe gekauft, Bank of America ist meine größte Position geworden. Ich habe so viele von den Dingern, ich weiß gar nicht mal wohin damit. Ich kaufe noch weiter zu. Weil ich glaube, das Ding ist noch unterbewertet. Aber wie gesagt, das ist keine Empfehlung für euch. Das müsst ihr selbst entscheiden. Und immer streuen. Was ich halt hier sehe, ist einmal der Warren Buffett. Ich bin dem halt gefolgt. Und hier, Kursbuchwert 1,3 ist nicht teuer bei Bank of America. Citigroup ist sogar, glaube ich, nur rund 1,0, 1,0. Gibt es also zum Buchwert. Die Deutsche Bank ist weit unter Buchwert. Ich glaube, die Commerzbank auch deutlich unter Buchwert. Das ist das Problem bei den Banken halt. Wenn das Portfolio abgeschrieben werden muss, wenn sie in eine Krise stecken, dann haut es die halt mal richtig runter. Bei Finanzkrisen passieren alle 10 Jahre. Und da muss man halt durch. Ich glaube, im Schnitt alle 10, 15 Jahre. Müsst ihr mal nachschauen. Okay. Ich glaube, jetzt klingelt das Telefon. Anheuser-Busch. Paolo Giorgio Lehmann. Ja, genau, den kenne ich. Der ist befreundet mit Warren Buffett. Der macht Value Investing. Der ist da eingestiegen. Der Brasilianer mit seiner 3G. Das ist ein sparsamer Kauz, ein Milliardär. Typisch sparsam. Das sagt Fingernägel. Kosten sind wie Fingernägel. Man muss sie schneiden ständig. Und der setzt viele junge Manager ein. Der vertraut denen und motiviert die. Hat sich beteiligt am Burger King und an vielen anderen Konzernen, Großkonzernen und macht dann immer den Turnaround. Der ist auch drin bei der Ketchup-Aktie, Heinz Kraft. Okay, der macht dann Buy and Hold. Die steigenden Zinsen sind schlecht für Aktien. Das muss man ganz klar sagen. Und es kann sein, dass sich die Stimmung dreht an der Börse, wenn die Zinsen steigen. Und dann sieht die, dann bekommt die Aktie einen Konkurrenten. Das ist die Anleihe und das Festgeld. Und Sparbücher können attraktiver werden, also Einlagen. Und das wird problematisch für den Aktienmarkt. Das muss man ganz klar sehen. Wenn die Zinsen steigen auf 2-3%, haben die Leute eine Alternative zur Aktie. 4%, dann wird das die Anleihe wieder attraktiv, die Staatsanleihe vielleicht. Und dann werden Leute ihr Geld umschichten aus der Aktie raus in festverzinsliche. Und das kann schwer sein für den Aktienmarkt eine Phase, eine Zeit lang, aber das kann man nie richtig timen. Okay. Ist gut, wenn man Aktien günstiger bekommt. Klar, wenn du einen Sparplan hast, langfristig sind Aktien immer besser von der Rendite. Ja, ich mache Buy and Hold mit ETF super. Ja, das ist sehr weise. Das kannst du machen. Da fährst du besser wie die meisten. Kaufst billig zu, genau jeden Monat. Wenn die Aktienmärkte einbrechen, kaufst du weiter zu. Das ist sehr clever. Buy and Hold oder stetig kaufen. Kauf, Buy and Hold, ja, mach das. Steigt Gold noch weiter? Ja, wenn ich das wüsste, weiß ich nicht. Aber Gold steigt normalerweise. Mit der Inflation ist ein Inflationsschutz, aber Aktien langfristig laufen besser, weil es Produktivkapital ist. Gold ist ein Edelmetall, ein Rohstoff sozusagen. Aber Rohstoffe, wie gesagt, sind eigentlich auch inflationsschützend. Man kann Gold nehmen als Beimischung ins Depot, wenn man risikoavers ist. Macht durchaus Sinn, in Gold mit einem kleinen Teil zu gehen. Es gibt Leute, die machen das. Man kann auch eine Goldmine kaufen, aber ich bin so totaler Fan von Berkshire und so. Ja, jetzt haben wir an 90 Leute live. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, ich habe schon viel zu lange gesprochen.
Ich wünsche euch noch einen super Abend. Es muss jetzt in Deutschland 22 Uhr sein hier. In New York ist das gleich 16 Uhr. Und es wird Zeit, dass ich hier Sport mache, ins Fitness gehe, mich ein bisschen abquäle. Sonst sitze ich hier viel zu lange. Und ja, immer ruhig bleiben. Versucht an eurer Sparquote zu arbeiten. Lasst euch keine Angst einjagen. Und bleibt am Ball, beim Sparen, bei der Gesundheit, bei der Fitness. Lasst euch nicht anstecken von diesem Konsum-Irrsinn, den wir haben in Deutschland, von diesem Schulden machen, von diesen Kreditkarten, vom Autoleasen. Leute, die haben doch viel zu wenig Geld, stecken im Schuldensumpf. Ist doch idiotisch, sich zu verschulden. Tilgt eure Schulden, baut ein Vermögen auf, macht Arbeit. Und dann könnt ihr viel besser schlafen. Ich schlafe wie ein Baby, wie ein Murmeltier. Und das ja, also dann macht's mal gut. Jetzt hat's mich gerade eben rausgehauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die super Fragen. Mach's gut, Hermann. Du bist der. Vielen Dank für die super Fragen, Hermann, und an all die anderen.